Ja. Ich wurde gerade unterbrochen von meinem tollen Vater, der ist von der Arbeit wiedergekommen. Und wir haben Patschehändchen an der Hand. An der Wand. An der Hand. Patschehändchen an der Wand. So. Und weiter geht's. Sorry wegen der kleinen Unterbrechung. Musste aber sein. Ah, oh, wie das... Tschüss. Wie das aufregen kann. Sauerstofftank. Hier wird nachher echt die Luft rausgesaugt. Ja, komm. Komm, one-on-one, battle. Ah! Hilfe! Das sind ja mehr. Okay, wir hören auf mit dem Battle. Wir gehen zu Fernkampf über. Blöde Sau. Dass sie aber auch nicht fair spielen können, ey. One-on-one heißt es. Das ist ein Kampf auf Ehre. Ha. Sei es drum. Aber jetzt haben wir auch wieder Gründe, Medikit zu benutzen, Medipack. Ha, und wir haben wieder einen Platz frei, das ist toll. Textlog. Wie gesagt, da muss man ja jetzt gar nichts navigieren, das ist toll. Also, Neugeborene, ihr könnt's alles lesen. Stören. Weiter geht's. Da liegt was, da leuchtet was. Ach, so sieht die Strahlenmunition aus. Gut. Wie eklig das hier aussieht. Also, echt hingerottet. Ich glaube, man kann froh sein, dass man selbst nicht Teil davon ist. Okay, jetzt geht's zurück. Langer Gang. Wie ich das LP wahrscheinlich unnötig in die Länge ziehe, indem ich hier die ganze Zeit am Zielen bin und dadurch überhaupt nicht schnell hier durchkomme. Gut, beide leben noch. Einer nicht mehr. War der Sprung da schon vorhin? Okay, die sind ja anscheinend auch ein bisschen ballerballer geworden. Ach, herrje. Ach, herrje. Denen geht's wohl zu gut. Und wie der Typ noch überleben konnte, ist mir auch ein Rätsel. Oder vielleicht werden die ja nicht ballerballer. Vielleicht ist der Isaac ja schon ballerballer. Ballerballer Ding Dong. Ah, noch ein Textlog. Von Dr. Kyne T. Chief Science Officer an Captain Matthias B. Ah, Benjamin heißt er. Und er ist tot. Also, ihr könnt das, wie gesagt, alles lesen, indem ihr auf die Pause-Taste drückt. Ich werde das ein bisschen überfliegen. Das ist ein bisschen kürzer. Deshalb gehen wir auch schon direkt weiter. Wenn ihr irgendwelche Probleme damit habt, dann schreibt es in den Kommentaren. Dr. Mercer. Sind wir hier gerade irgendwie bei Prototype? Kennt's einer von euch? Da spielt mal ein Alex Mercer. Ja, vielleicht hat er auch irgendwas hiermit zu tun. Nicht so unterschiedlich. Und ein weiterer langer Gang. Leute, fickt euch. Ja. Okay. Okay, die Teile sind Schrott, aber Hauptsache die Teile nicht. Das heißt, da könnten Viecher noch rauskommen. Wissenschaftliches Logbuch, Chief Science Officer Dr. Kyne. Die Probleme in der Kolonie machen mir große Sorgen. Zweifellos haben sie mit der Entdeckung des Markers zu tun. Aber wie genau das alles zusammenhängt, das liegt noch im Dunkeln. Fast 40% der Kolonisten sind dem Wahnsinn verfallen, zu dessen offensichtlichen Symptomen akute Depressionen, Schlaflosigkeit und Halluzinationen zählen. Diverse gewalttätige Ausschreitungen und selbst Mord deuten ebenfalls auf extreme Paranoia hin. Auf Anweisung von Dr. Mercer soll ich einige der Infizierten zu Studienzwecken an Bord bringen. Der planetare Psychiater Dr. Walland hat berichtet, dass seine eigenen Analysen fruchtlos waren. Ich zögere momentan noch, mich auf Dr. Mercer zu verlassen, aber ich brauche seine Expertise. Wir brauchen Lösungen, und zwar schnell.
Ja, der tolle Dr. Mercer. Aus Prototype. Nicht. Es ist wieder lichter und da wird bestimmt wieder irgendwas kommen. Und man erschreckt sich noch so mehr, wenn man es schon erwartet. Licht, ich komme ins Licht. Nehme Munition auf. Brauche nicht nachladen. Ab rein. Lastenaufzug. Das Teil scheint sicher zu sein. Abwarten. Ich habe immer Angst, dass plötzlich im Aufzug irgendwas kommt. Und Gregi zeigt mir wieder mal erfreulicherweise. Hey, da hinten ist noch ein... Ich nenne es mal noch ein Lebendiger. Also er sieht nicht so kaputt aus wie unser Kollege da. Ich habe immer Angst, dass im Aufzug noch irgendetwas kommt, weil man weiß ja nie bei so einem Horror-Shooter. Interessant. Okay, der sieht doch nicht mehr so lebendig aus. Bist du aufgegangen? Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ich habe schon keine Lust weiterzugehen, das ist... Komm, kipp um. Ich will nicht, dass mit dir irgendwas passiert, was mich vielleicht aufregt. Nett. Lecker! Prost Mahlzeit! Oh, ja, jetzt... Okay, das habe ich mir etwas schwieriger vorgestellt. Einfach draufhölzern. Rick des Captain. Ach so, das war der Captain. Okay, auch gut. Nein, wir haben... Mist. Codes erhalten und sie sehen gut aus. Gott sei Dank. Ich werde mir jetzt die Aufzeichnungen des Captains vornehmen. Gehen Sie zur Monorail-Station. Ich melde mich bei Ihnen. Ich werde rausfinden, was auf diesem Schiff los ist. Schön und gut, Kollege. Wir versuchen erstmal uns nochmal zu heilen. Direkt das Captain haben wir. Nachladen muss ich nicht. Oh! Nervig. Textlog. Dr. Domus G, Medical Examiner. Bericht über Todesfälle auf dem Schiff verstorbener Captain Matthias Benjamin. Okay, offiziell als tot zu erklären, bla bla bla. Ihr könnt wieder Pause machen und der Verstorbene erfreut sich einer alten... Was? Ach so. Leukozytenanzahl, bla bla bla. Rippenprellung. Neurotrauma. Ich sehe mich gezwungen, seinen Tod durch rechtswidrige Fremdeinwirkung verschuldet zu protokollieren. Aha. Hätte man das anders erwarten können? Ich meine, schaut euch um. Das war bestimmt Altersschwäche. Ja, mach weg hier. Aha, jetzt sind da auch Runen an der Wand. Und ein Energieknoten, ich freue mich. Ich muss mich jetzt jedes Mal extremst darüber freuen, dass wir einen Energieknoten gefunden oder gekauft haben. Energieknoten! Okay, das war jetzt etwas wahnsinnig, aber um direkt mal die Sau rauszulassen. Medikit Klein können wir da auch liegen lassen. Ach man, hier steht so viel an den Wänden, das kann man alles gar nicht lesen. Wenn ihr alles lesen wollt, könnt ihr das Spiel euch ja auch selbst holen und gucken, wie ihr das Spiel findet. Ich find's bisher ziemlich geil. Muss ich sagen, ziemlich geil. Hier sind wir hoffentlich sicher. Guten Tag, Herr Bein.
Herr Fuß. Ach so, wir sind jetzt hier. Oder? Hier haben wir uns ja schon an ein paar Typen entledigt. Ich hab zu viel Schiss. Ach so, ich soll ja jetzt wieder zurück. Stimmt ja. Backtracking. Na, 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 na. Oder? Ja. Aber... Oh, wow. Ja, komm. Lass es sein. Ich mag dich nicht. Weg. Weg. Oh, wie ich mich erschrocken hab. Wo kam der her? Ja, super. Ah, Sicherheitsstation. Ja, vor allem Sicherheitsstation heißt das tolle Teil. Isaac, einer von denen hat es irgendwie runter ins Cockpit des Captains geschafft. Aber ich konnte ihn in einer defekten Rettungskapsel einsperren. Ich hebe jetzt die Abschottung auf. Da sind die Deckprotokolle. Was auch immer hier passiert, es kam aus dem Planeten, als sie die ersten Stollen boten. Es verbreitete sich in der Kolonie und erreichte dann das Schiff. Das ist keine Infektion. Das ist eine außerirdische Lebensform. Scheiße, wir haben noch ein anderes Problem. Die Schiffsantriebe sind offline und unser Orbit zerfällt. Gehen Sie rüber zum Maschinendeck. Ich bleib hier und versuche rauszufinden, wo das Problem ist. Ich werde es wahrscheinlich später googeln oder Wikipedia befragen, aber heißt Orbit nicht eigentlich nur, naja. Ach, egal. Dass man im Weltraum ist und so? Wie kann das Orbit dann zerfallen? Ist das irgendeine Station? Orbit ist, soweit ich weiß, eigentlich nur der Weltraum.